Warum ist dein Streit rund um Max Eberl und Bayer Leverkusen jetzt komplett eskaliert? Und welchen Ex-Star vom FC Bayern will Hansi Flick zum FC Barcelona locken? Das und noch vieles mehr erfahrt ihr in unseren aktuellen Kick-News. Der FC Bayern schafft Platz im Kader und auf der Gehaltsliste. Sportvorstand Max Eberl konnte jetzt zwei lang ersehnte Deals unter Dach und Fach bringen. Da wäre zum einen Matthijs de Ligt. Der Niederländer kam für viel Geld und mit großen Vorschusslorbeeren nach München. Gestandener Nationalspieler, italienischer und niederländischer Doublesieger und ehemals der jüngste Kapitän der Ajax-Geschichte. De Ligt sollte die Defensive des deutschen Rekordmeisters auf ein neues Level heben. Zwei Jahre später aber ist die Zusammenarbeit wieder zu Ende. 67 Millionen Euro hat der heute 25-Jährige im Sommer 2022 gekostet. Jetzt gibt der FCB den Innenverteidiger mit Verlust auf die Insel ab. Für 45 Millionen plus 5 Millionen Boni wechselt De Ligt von den Bayern zu Manchester United. Was haltet ihr von dieser Summe? Unsere Meinung zum Deal kennt ihr ja schon. Bei den Red Devils erhält er einen Vertrag bis 2029 mit Option auf eine zusätzliche Saison. Und Teamkollege Nusair Mazraoui kommt gleich mit. Auch den Rechtsverteidiger zieht es von den Bayern zu United. Mazraoui hat bis 2028 plus Option auf eine weitere Saison unterschrieben. Die Ablöse für den Marokkaner beträgt 15 Millionen plus 5 Millionen an möglichen Boni. Unterschrieben hat auch Cole Palmer beim FC Chelsea, und zwar einen neuen Vertrag. Dabei war sein Alter noch bis 2030 gültig. Palmer ist jetzt nochmal 3 Jahre länger, also bis 2033, an die Blues gebunden. Vor einem Jahr war der 22-Jährige für eine Ablöse von 47 Millionen Euro von Manchester City an die Stamford Bridge gewechselt. Der Offensivspieler ist in seinem ersten Chelsea-Jahr aus einer sportlich enttäuschenden Mannschaft klar herausgestochen. Palmer hat letzte Saison satte 40 Scorerpunkte gesammelt. Belohnt wurde er jetzt mit einem fürstlich dotierten, Achtung, 9-Jahres-Vertrag. Rechtsverteidiger Julian Araujo läuft künftig in der englischen Premier League auf. Der AFC Bournemouth vermeldet die Verpflichtung des mexikanischen Nationalspielers offiziell. Araujo erhält bei den Cherries einen 5-Jahres-Vertrag und beschert dem FC Barcelona 9 Millionen Euro Ablöse. Bei den Blaugrana kam der Offensivmann in 1,5 Jahren nie zum Einsatz. Letzte Saison war der 23-Jährige an UD Las Palmas verliehen. Über einen Neuzugang freut sich auch der VfL Wolfsburg. Der erst 17-jährige Defensivspezialist Mathis Angeli wechselt in die Autostadt. Eine Ablöse wird nicht fällig, denn Angelis Ausbildungsverein Girardin Bordeaux hat in diesem Sommer wegen Zahlungsunfähigkeit die Profilizenz verloren. Jetzt profitiert der VfL von der Schieflage des französischen Traditionsclubs. Einsetzbar ist der Teenager auf sämtlichen Abwehrpositionen und im defensiven Mittelfeld. RB Leipzig hat einen Nachfolger für Dani Olmo gefunden. Antonio Nusak hat einen 5-Jahres-Vertrag beim Bundesligisten unterschrieben. Es fließt eine Ablöse in Höhe von knapp 21 Millionen Euro an den FC Brügge, die erfolgsabhängig um weitere 7,5 Millionen steigen kann. Außerdem erhält Brügge eine Weiterverkaufsbeteiligung von 12,5%. An die Belgier war der 19-jährige Offensivspieler noch bis 2027 gebunden. Mit der Verpflichtung von Nusa reagiert RB auf den Verkauf von Olmo, der für mehr als 55 Millionen zum FC Barcelona gewechselt ist. Die Suche nach einem neuen Club für Youssoufa Moukoko gestaltet sich immer komplizierter. Erst hatte sich Anfang der Woche der OSC Lille aus dem Rennen verabschiedet, da die Forderungen von Borussia Dortmund zu hoch waren. Verbleibender Interessent aus Frankreich war Olympique Marseille. Die Südfranzosen haben dann aber erstmal die teure Verpflichtung von El Yewahi vom RC Lens unter Dach und Fach gebracht. Nach Informationen von Fußballtransfers hat sich Marseille mittlerweile auch aus dem Rennen um Moukoko zurückgezogen. Nach Auffassung der OM-Bosse hat der BVB zu lange gebraucht, um auf Anfragen zu antworten. Entsprechend tritt Marseille jetzt von der Anfang August getroffenen Einigung mit der Moukoko-Seite zurück. Ob damit ein Wechsel nach Marseille endgültig vom Tisch ist? Das Transferfenster hat jedenfalls noch 17 Tage lang geöffnet. Zum Glück für Moukoko, der Dortmund bekanntermaßen unbedingt verlassen will. Mittlerweile ist der BVB wohl auch offen für einen Abgang per Laie mit Kaufpflicht. Man darf gespannt sein, welche Moukoko-Interessenten als nächstes auf den Plan treten. Anders als bei Moukoko scheint bei Paris Brunner nichts mehr schief zu gehen beim geplanten Wechsel in die Ligue 1. Der deutsche U17-Welt- und Europameister soll im Fürstentum erst bis 2028 unterschreiben und dann erstmal nach Belgien zu Cercle Brügge verliehen werden. Im Laufe des heutigen Tages soll Brunner dann den Medizincheck absolvieren. Der BVB wird neben mindestens 4 Millionen Euro Ablöse auch seinen Wunsch nach einer Weiterverkaufsbeteiligung erfüllt bekommen. Monatelang hatten Dortmund und Brunner über den ersten Profivertrag für den 18-jährigen Stürmer verhandelt. Beide Seiten waren sich in finanzieller Hinsicht mittlerweile auch grundsätzlich einig. Die mangelnde Profiperspektive stand der Unterschrift an der Strobelallee dann aber im Weg. In der Vorbereitung unter Neutrainer Nuri Sahin wusste Brunner zwar zu überzeugen, er wählt jetzt aber dennoch den Schritt ins Ausland.
Der FC Barcelona hat die Generalprobe für die neue Saison verpatzt. Gegen die AS Monaco gab es Anfang der Woche eine unschöne 0:3 Niederlage. Am Samstag zum Auftakt gegen den FC Valencia wollen und müssen die Blaugrana ein anderes Gesicht zeigen. Sonst wird die Luft für Hansi Flick gleich zum Saisonstart richtig dünn. Nebenbei basteln die Blaugrana an ihrem finalen Kader für die neue Spielzeit. In der Offensive fehlt noch ein Puzzlestück. Eigentlich wollte Barca unbedingt Nico Williams per Ausstiegsklausel aus Bilbao holen. Der frisch gebackene Europameister konnte sich bislang aber nicht dazu durchringen, das Baskenland und seinen Ausbildungsklub zu verlassen. Flick und Sportdirektor Deco halten deshalb seit einigen Tagen vermehrt die Augen nach Alternativen offen. Auf der Liste stehen Namen wie Kingsley Coman vom FC Bayern, Rafael Leao vom AC Mailand, aber auch Luis Diaz vom FC Liverpool. Sie alle sind aber ziemlich teuer und damit für Barca fast unerreichbar. Und weil Not bekanntlich erfinderisch macht, hat Hansi Flick sich jetzt wohl an einen alten Bekannten erinnert, der ablösefrei auf den Markt kommen wird. Die Rede ist von Ivan Perisic. Der 35-Jährige war erst in diesem Sommer zu Hajduk Split zurückgekehrt. Nach einigen Wochen unter dem neuen Trainer Gennaro Gattuso hat Perisic aber für sich entschieden, dass er nicht mit dem Italiener zusammenarbeiten will. Der Vertrag mit Hajduk soll deshalb schon wieder aufgelöst werden. Perisic wäre dann zum Nulltarif zu haben. Flick hat laut kroatischen Medien sogar schon bei Perisic angerufen, um mit ihm über einen Wechsel nach Barcelona zu sprechen. Der Flügelstürmer dürfte nicht abgeneigt sein. Schließlich fehlt ihm nach Stationen in Deutschland, England und Italien noch ein Club aus La Liga in seiner Vita. Flick und Perisic kennen sich bestens aus gemeinsamen Tagen in München. Mit den Bayern haben beide zusammen 2020 alles gewonnen. Der Kroate war auch Teil eben jener Mannschaft, die Barca heute vor genau 4 Jahren in der Champions League gedemütigt hat. Perisic stand damals in der Startelf und er traf sogar zum zwischenzeitlichen 2:1. Kommt es jetzt zur Wiedervereinigung mit Flick? Mal schauen, was Deco vom Plan seines Trainers so hält. Bei der Europameisterschaft ist Frankreich der große Triumph am Ende verwehrt geblieben. Ein Spieler gehörte aber dennoch zu den großen Gewinnern des Turniers. N'Golo Kanté. Der Sechser hat gezeigt, dass er in der Wüste nichts verlernt hat. Kanté hat sich förmlich in die Notizbücher europäischer Clubs zurückgestaubsaugt. West Ham United galt bisher als Favorit auf eine Europarückkehr des Zweikampf- und spielstarken Abräumers. Gerade auch, weil die Premier League bekanntes Terrain ist für den Ex-Leicester- und Chelsea-Star. Doch jetzt tritt ein neuer Interessent auf den Plan und rückt offenbar direkt auf die Pole-Position vor. Kanté ist dem spanischen Online-Medium Relevo zufolge ins Visier von Atletico Madrid geraten. Die Rojiblancos, die in dieser Transferphase mächtig an ihrem Kader basteln, haben starkes Interesse an einer Verpflichtung des 33-Jährigen. Erste Gespräche mit dem Umfeld des Spielers wurden schon aufgenommen. Die klare Rückmeldung, Kanté ist an einem Wechsel zu Atletico interessiert. Problem nur, Al-Ittihad spielt da nicht mit. Die Saudis sind froh, den Franzosen in ihren Reihen zu wissen und verschwenden nicht den entferntesten Gedanken an einen Verkauf. Kanté war im letzten Sommer vom FC Chelsea zu Al-Ittihad gewechselt und steht dort noch bis 2026 unter Vertrag. Er kassiert dort ein Gehalt, das ihm der Club aus Madrid nicht bieten kann. Trotzdem hofft Atletico darauf, dass Kanté wieder in eine europäische Top-Liga zurückkehren und sich in der Champions League mit den besten Spielern messen will. Mal sehen, wer hier den längeren Atem behält. Alexander Werle kann bis heute nicht verstehen, warum Waldemar Anton den VfB Stuttgart in Richtung Borussia Dortmund verlassen hat. Der VfB-Boss hat gesagt, überrascht waren wir alle von Waldemar Anton, dass ausgerechnet der Kapitän von Bord geht und woanders Champions League spielen will, die wir als Vizemeister auch erreicht haben. Vor allem die Tatsache, dass der Abwehrspieler noch im Frühjahr verlängert und dem VfB die Treue geschworen hatte, verärgert die Schwaben. Denn Werle sagt auch, aber grundsätzlich muss man immer mit Abgängen rechnen. Serhou Guirassy zum Beispiel war ja erwartbar. Der Torjäger hatte anders als Anton stets betont, dass er sich einen Wechsel gut vorstellen kann. Am 4. Spieltag kommen beide mit dem BVB zurück nach Stuttgart. Der Empfang für Anton wird mit Sicherheit deutlich feindseliger sein als der für Guirassy. Manchester City fährt in den letzten Jahren eine etwas andere Transferstrategie. Mit Bedacht, aber keinesfalls weniger Geld holen die Sky Blues Verstärkung an Bord und greifen dabei mit Namen wie Manuel Akanji, Mateo Kovacic oder Jeremy Doku auf Spieler zurück, deren heiß umworbenste Zeit bereits 1 oder 2 Jahre zurückliegt. Die Taktik geht auf, Pep Guardiola kitzelt aus den Akteuren das letzte Quäntchen heraus und pusht sie zur Topleistung. Akanji zum Beispiel war eine wichtige Säule bei Citys Meisterschaft und auch in der Trippelsaison davor. Jetzt steht Luis Diaz nach 8 Toren und 5 Vorlagen aus der Vorsaison bei City auf der Liste. Der kolumbianische Flügelstürmer in Diensten des FC Liverpool wird in Manchester hoch angesehen und könnte den Kaderplatz von Julian Alvarez einnehmen. Der Argentinier hat mit seinem 75 respektive 95 Millionen Euro schweren Wechsel zu Atletico Madrid mächtig Budget freigeschaufelt, gleichzeitig aber auch eine Lücke im Kader gerissen. Spanische Medien berichten sogar schon von einer Einigung zwischen den Sky Blues und Diaz über einen 5-Jahres-Vertrag. 70 Millionen Euro soll der Guardiola-Club bereit sein zu zahlen.
Fabrizio Romano hat dann nicht lange auf sich warten lassen und eine Einigung dementiert. Dass City Diaz haben will, das verneint der Transferexperte aber nicht. Klar ist auf jeden Fall, allgemein dürfte Liverpool seinen pfeilschnellen Star nicht allzu gern an einen direkten Meisterschaftskonkurrenten abgeben. Es dürfte also teuer werden für City, wenn sie wirklich ernst machen wollen und bei Diaz in die Offensive gehen. Fest steht, es muss Ersatz her für Alvarez. Und Diaz wäre da eine gute Lösung. Ich erinnere mich noch an das 1:1 aus der Vorsaison. Das Duell Diaz gegen Kyle Walker war eins der intensivsten der letzten Jahre. Beide haben gekämpft, sich reingebissen und am Ende hat Diaz Walker mit seinen Dribblings vor ziemliche Probleme gestellt. Das hat bei mir und offensichtlich wohl auch bei City bleibenden Eindruck hinterlassen. Die quälend langen Verhandlungen über einen Transfer von Jonathan Tah hinterlassen Spuren. Während die Verantwortlichen des FC Bayern sich zum Stand der Dinge wortkarg geben, hat der Boss von Bayer Leverkusen jetzt bei einer Fanveranstaltung mehr als deutlich gemacht, dass er alles andere als zufrieden ist mit dem Verhalten der Münchner Bosse. Vor allem Max Eberl wird heftig attackiert. Fernando Caro, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Bayer 04, hat klipp und klar gesagt, also ich halte von Max Eberl nichts, absolut nichts. Der CEO der Rheinländer geht sogar noch über die persönliche Attacke hinaus und sagt, ich würde nicht mit ihm verhandeln. Geschäftsführer Sport Simon Rolfes wollte sich nicht äußern. Bei Caros Worten konnte er sich ein Grinsen aber nicht verkneifen. Bekanntermaßen muss er in seiner Position die Verhandlungen bezüglich Spielertransfers führen. Grund für die Attacke in Richtung Sebener Straße ist eine wohl von Seiten der Münchner nicht eingehaltene Absprache. Beide Clubs sollen sich mündlich auf einen Tah-Transfer geeinigt haben, für den Fall, dass Matthijs de Ligt die Bayern verlässt. Das ist passiert, doch das in Aussicht gestellte Angebot der Bayern ist nie in Leverkusen angekommen. Eigentlich hatte man sich verbal auf 25 Millionen plus 5 Millionen an Boni geeinigt. Mittlerweile sollen sich die Bayern aber aus den Verhandlungen zurückgezogen haben oder zumindest wollen sie den ausgehandelten Preis nicht mehr zahlen. Die Szenerie erinnert an alte Scharmützel zu Zeiten, in denen Uli Hoeneß bei den Bayern das Zepter in der Hand hielt. Jetzt kommen die Spitzen initiativ von der Gegenseite. Es ist eine ungewohnte Situation für den Rekordmeister. Ich weiß ja nicht, wie ihr das findet, aber ich glaube, das ist einer der heftigsten Angriffe, den wir in der letzten Zeit in der Bundesliga und vor allem noch unter Managern erlebt haben. Richtig krass. Tah zumindest ist nicht in München gelandet bislang. Sollte der Deal in diesem Sommer nicht mehr zustande kommen, dann hat Eberl zumindest eins erreicht. Er hat jede Menge Unruhe reingebracht beim Konkurrenten aus Leverkusen. Und genau deshalb ist man bei Bayer 04 richtig sauer auf den Sportvorstand der Bayern. Mittlerweile hat sich Caro übrigens für seine Aussagen entschuldigt. Ob damit aber das letzte Wort gesprochen ist? Obwohl Kingsley Coman eigentlich als Musterprofi gilt, steht er auf der Verkaufsliste des FC Bayern ganz oben. Der verletzungsanfällige Flügelstürmer dürfte die Sebener Straße inzwischen sogar auf Leihbasis verlassen, um dem vollgepackten Kader etwas Luft zu verschaffen. Manchester City, der FC Barcelona, Paris Saint-Germain und der FC Arsenal, sie alle sollen schon angeklopft haben. Coman selbst hat sich jetzt festgelegt, wo er nächste Saison am liebsten spielen will, und zwar bei PSG. Es gab auch schon Kontakt zwischen beiden Seiten. Zuletzt sind die Gespräche aber nicht fortgeschritten. Das wiederum liegt auch an Désiré Doué. Den 19-Jährigen wollten die Bayern haben, Doué hat sich aber für Paris Saint-Germain entschieden. Und das wiederum sorgt dafür, dass das Interesse des französischen Serienmeisters an Coman nicht mehr allzu groß ist. Die Absage von Doué macht den Bayern also gleich doppelt Probleme. Gut 2 Wochen bleiben Coman noch, um einen neuen Club zu finden. Der FC Bayern würde die 17 Millionen Euro Bruttogehalt pro Jahr gerne einsparen. So, und jetzt zur Frage des Tages. Könnt ihr Fernando Caros Angriff auf die Bayern verstehen, dass der Leverkusen-Boss verärgert ist, wie die Verhandlungen über einen Tah-Transfer gelaufen sind? Oder findet ihr den emotionalen Ausbruch einen Ticken zu krass? Ich meine, es war ja nicht das erste Mal in den letzten Wochen, dass Caro eine Aussage zu Transferthemen getroffen hat, die er danach wieder einkassieren musste. Zum Beispiel das Preisschild, was er Florian Wirtz verpasst hat. Schreibt mir eure Meinung zu Caros Attacke auf Eberl unten in die Kommentare. So Freunde, das war's jetzt mit dem Video für heute. Wenn euch diese Folge Kick News gefallen hat, dann zeigt uns das mit einem Daumen nach oben. Lasst es krachen, Freunde. Ja, gestern haben wir uns hier noch über die Wärme draußen unterhalten und heute regnet's, ey. Was ist das für ein Wetter? Also bleibt trocken, Freunde. Ich sag jetzt Peace out, bis morgen und bleibt stabil.